Was geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt's die Review zum Film Detektiv Conan, der tickende Wolkenkratzer. Aber bevor wir loslegen mit der Review, möchte ich euch erst noch diese Edition genauer vorstellen. Ja, ist eigentlich eine DVD Emeray, so sieht das hier aus, Detektiv Conan. Wir haben ein cooles Artwork auf jeden Fall. Ja, hier unten eben der Titelschriftzug des Films. Der tickende Wolkenkratzer, und hier oben sehen wir auch noch, dass es sich hier um den ersten Film handelt. Vom Spine her schaut das Ganze hier so aus, auch ziemlich cool gemacht, gefällt mir auch mega gut, ist schön leserlich gestaltet auf jeden Fall. Gehen wir über zu den, ja, zum Backdesign und zu den technischen Daten, so sieht das hier eben aus. Hier könnt ihr euch auch schon mal den Inhalt durchlesen, wenn ihr wollt, aber ich werde da gleich selbst nochmal was zu sagen. Und dann haben wir hier ein paar Szenenfotos. Gehen wir über zu den inneren Werten. Hier haben wir einmal die DVD, die schaut hier so aus. Die ist auf jeden Fall cool gestaltet. Schaut hier so aus, gefällt mir echt gut. Und wir haben hier natürlich ein Booklet, das ich jetzt hier mal rausnehmen werde, sowie hier eben dieses Innendesign. Wir sehen hier, dass es sich um ein Wendecover handelt, das ich schon reingemacht habe. Ja, hier ist eben noch das FSK-Logo drauf. So, lege ich mal zur Seite. Und wir schauen uns dieses Booklet hier noch an. Das auf jeden Fall schön gestaltet ist, muss ich echt sagen. Wir haben hochwertiges Papier hier auch. Das ist echt sehr gut. Ja, ist echt gut gestaltet, seht ihr ja selbst. Wir haben hier auf jeden Fall einige Informationen über den Film. Interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, man sieht jetzt hier alles gut. Ist halt echt ziemlich klein geschrieben hier. Ich hoffe, ihr könnt hier was erkennen. Wenn nicht, ja, verzeiht's mir bitte. Dann ja, könnt ihr da auch sicher irgendwo anders noch was drüber nachlesen über den Film, wenn euch das interessiert, im Internet oder so. Aber ich denke mal, dass man hier doch einiges eigentlich lesen können müsste. So. So, und dann würde ich sagen, war's das mit dem, ja, mit der kurzen Einleitung dieses Videos. Und bevor ich hier noch bessere grammatikalische Konstruktionen wie lesen können müsste bringe, würde ich einfach mal sagen, wir kommen zum zur eigentlichen Review, und dabei wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. So, dann reden wir über den Film, und bevor wir zum Inhalt kommen, erkläre ich noch kurz die Story von Detektiv Conan. Also Shinichi Kudo ist ein Oberschüler-Detektiv, der auch sehr berühmt und sehr bekannt auf jeden Fall ist und schon einige Fälle sehr gut gelöst hat. Der beobachtet zwei verdächtige Personen bei einem, ja, kuriosen oder ja, bei einem sehr verdächtigen Deal, und dabei wird er allerdings erwischt. Er bekommt ein Gift verabreicht und schrumpft danach, und ja, er war vorher 17, jetzt ist er auf einmal 7. Somit kommt er bei seiner ja, Geliebten, bei seiner Freundin und deren Vater unter. Dieser Vater ist Kogoro Mori, ein bekannter Privatdetektiv. Und ja, Shinichi Kudo löst dann eben immer mal wieder Fälle im ja, Namen des Kogoro Moris, denn der ist nicht wirklich so talentiert darin. Hier geht es jetzt eben darum, dass ein Bombenleger die Stadt Tokio in Angst und Schrecken versetzt. Ja, ran die Geliebte von Shinichi, bei der Conan jetzt eben wohnt. Er nennt sich nämlich jetzt Conan Edugawa, also für Isaya Shinichi, und nennt sich jetzt eben Conan Edugawa, deswegen auch Detektiv Conan. Ja, Ran weiß natürlich nicht, dass Conan Edugawa in Wirklichkeit ihr geliebter Shinichi ist, und sie möchte mit ihm zu einem Date, zu ihrem Geburtstag, ins Kino gehen. Dann kommt allerdings dieser Bombenleger dazwischen, und ja, Ran Mori befindet sich schon im Kino. Währenddessen wird Shinichi klar, dass der Bombenleger auch das Kino mit, oder besser gesagt, das Baker City Building, in dem sich das Kino befindet, mit Bomben bestückt hat, so rum. Ja, und Shinichi versucht jetzt natürlich mit allen Mitteln zu verhindern, dass Ran bei diesem, ja, Bombenmassaker stirbt, und auf dem Weg dorthin muss er noch einige andere Leute vor den Bombenangriffen dieses Terroristen, kann man schon sagen, retten. So, das war die Story, und ihr merkt, ich hatte schon Probleme beim Zusammenfassen, denn die Story ist auf jeden Fall
sehr ausgeklügelt. Aber wir kommen zuerst mal, wie immer bei meiner Review, zum Gewaltgrad, wobei ich hier nicht viel zum Gewaltgrad sagen muss. Der Film ist FSK 12, also wir haben hier ein Anime mit einer wirklich ernsten Geschichte, also es ist jetzt keine Story für Kinder oder so, deswegen auch FSK 12. Wir haben auch ein paar Szenen drin, die natürlich gezeichnet sind, die sind jetzt nicht brutal gezeichnet oder so, aber sie erfüllen ihren Zweck und dieser Film braucht auch diese Szenen, denn er möchte natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit mit rüberbringen, das schafft der Film auch wirklich gut. Wir haben eine echt gute Action-Film-Story, muss ich sagen. Das Ganze ist echt gut gemacht und ja, der Film ist auf jeden Fall so hart, dass man ihn durchaus, natürlich auch wegen der Szenen, aber auch aufgrund seiner eigentlichen, ja, wie nenne ich das jetzt am besten, aufgrund seiner eigentlichen Intention wirkt er natürlich sehr ernst und deswegen kommt er auch zu einer FSK 12. Ja, diese nötige Ernsthaftigkeit ist auf jeden Fall gut. Jetzt kommen wir nämlich zum Fazit. Mir persönlich gefällt dieser Film echt richtig gut. Es war jetzt meine Zweitsichtung. Ihr wisst ja, ich bin sowieso Fan dieser Filmreihe. Und ich muss sagen, dieser Film ist ein echt guter Vertreter. Wir haben hier den ersten Detektiv Conan-Film. Es gibt ja auch die TV-Serie und die habe ich zum damaligen Zeitpunkt natürlich schon gesehen, auch bei der Erstsichtung. Das hier war jetzt meine Zweitsichtung. Gerade eben habe ich mir den Film angeschaut und ich muss sagen, es ist ein wirklich guter Film. Also wir haben hier eine echt interessante Story über einen, ja, Terroristen kann man schon sagen, der hier ja ein gewisses Motiv verfolgt, das ihr aber dann im Film erfahrt. Da möchte ich jetzt nicht spoilern. Das Motiv ist echt sehr ausgeklügelt, genauso wie die Story. Also wir haben hier eine wirklich sehr ausgeklügelte Story, die sich immer weiter ineinander verstrickt und dann am Ende eben zu einem echt grandiosen Actionfinale führt, was ein wirklich gutes Ende ist. Also ich meine auch ein Ende, das wirklich, ja, das packt dich nochmal als Zuschauer und das ist echt gut gemacht. Alle voran eben die Geschichte von Detektiv Conan, der eben ja eigentlich Shinichi Kudo und eben Oberschülerdetektiv und dann eben ja schrumpft aufgrund eines Giftes. Echt eine gute Story. Und dieser Film nimmt die Story eben auch so ernst, die nötige Ernsthaftigkeit, dass es eben auch ja für ein erwachsenes Publikum immer noch sehenswert ist, muss ich echt sagen. Also ich denke mal, dass dieser Film auch eher die ältere Zielgruppe wahrscheinlich anspricht als die ganz junge. Dieser Film hier ist wirklich gut, er ist auch echt ernsthaft und auch wenn man immer wieder denkt, das ist Zeichentrick und gerade die Leute, die nicht viel mit Anime anfangen können, denken immer wieder, ja, so ein Zeichentrickfilm, das kann entweder ein Kinderfilm sein oder eben so eine Comedy-Richtung. Nein, das ist dieser Film hier auf jeden Fall nicht. Er nimmt sich ernst, ist ein echt guter Krimi mit einigen coolen Action-Elementen drin, wirklich gut gezeichnet, also das muss man auch sagen, echt ernsthaft gemacht und ja, wirklich mal sehenswert. Und wenn man sich eben darauf einlässt, dass man hier jetzt eben keinen Film sieht, der jetzt ein Krimi ist und nicht ein Zeichentrick, also als Spielfilm, sondern dass man hier eben mal einen Krimi sich anschaut, der eben im Zeichentrickstil gehalten ist, muss ja nicht schlecht sein und ist hier wirklich top umgesetzt. Und ich persönlich bin gar nicht so der große Anime-Fan, aber Detektiv Conan ist meiner Meinung nach wirklich einer der besten Animes und auch eine der besten TV-Serien gewesen und auch, ja, wirklich richtig top Krimi-Spielfilme, Schrägstrich Actionfilme. Und ja, wer hiermit noch keine Erfahrung gesammelt hat, kann sich diesen Film auf jeden Fall mal besorgen. Von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung an Detektiv Conan, erster Film, der tickende Wolkenkratzer. Jo, Freunde, wirklich guter Film und ich werde mir jetzt auch die anderen wahrscheinlich schon anschauen, noch anschauen, so rum. Und ja, werde auch die höchstwahrscheinlich dann für euch reviewen. Wenn ihr darauf Bock habt, zeigt mir das gerne mit einem Däumchen nach oben und an alle neuen Zuschauer, lasst auch gerne mal ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's auf jeden Fall gut. Haut rein, euer Movie Pyro 911 und ciao! Itu, itu, itu.